Als Allah Jesus zum Himmel erheben wollte, ging Isa Jesus alayhi salatu wasalam zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern. Alright, let's hear it. Er sagte, Jesus zu seinen Jüngern, jemand wird mich verleugnen, nachdem er an mich geglaubt hat. Und wer von euch mein Aussehen bekommen möchte und statt meiner hingerichtet wird, so wird er im Paradies dieselbe Stufe bekommen wie ich. Diese Überlieferung finden wir im Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 457. Es ist eine authentische Überlieferung, die auf Ibn Abbas zurückgeht. Aber freut euch nicht zu früh. Wer stand auf? Der Jüngste stand auf. Dann erhielt dieser junge Mann die Gestalt von Jesus. Das Problem an dieser Geschichte ist, Ibn Kathir berichtet, dass es hier im ersten Jahrhundert drei Gruppen gab, und zwar die Muslime, die Jakobiten und die Nestorianer. Problem ist, die Nestorianer gehen auf Nestorius zurück, der im 6. Jahrhundert gelebt hat, und die Jakobiten gehen auf einen Jakob zurück, der im 5. Jahrhundert gelebt hat.